Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen vor einem tiefgreifenden Wandel. Die Klimakrise, die Corona-Pandemie, die Asylpolitik, die Rassismusdebatte und der zunehmende Rechtsdruck sind wichtige Themen, die wir angehen müssen. Seit Jahren haben Menschenrechtsverletzungen an den europäischen Außengrenzen System. Menschenleben sind betroffen, obwohl gewalttätige Pushbacks einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind, gibt es keine Konsequenzen. Weder für die TäterInnen noch für die Regierungen, die die Gewalttaten zulassen. Jedoch, was passiert, wenn Geflüchtete Deutschland erreicht haben? Die Asylverfahren dauern immer noch zu lange. Die Geflüchteten brauchen faire und nachvollziehbare Asylverfahren. Die bestehenden humanitären Bleiberechtsregelungen im Aufenthaltsrecht müssen so geändert und angewendet werden, dass sie endlich ihren Zweck erfüllen und langjährige Kettenduldungen in Zukunft verhindert werden müssen. Das ist, meine Freundinnen und Freunde, das ist im Interesse unserer gesamten Gesellschaft. Die Menschen brauchen den Kontakt zu Sprache und Kultur, dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt. Sprache ist Macht und schafft Zugang zu Arbeit, Kultur, soziale Teilhabung und Bildung. Wir brauchen dafür natürlich Geduld und finanzielle Mittel. Integrationskurse müssen zum Tag 1 beginnen, unabhängig vom Herkunftsland, der Bleibeperspektive und dem Aufenthaltsstatus. Politische Erfahrung. Das bedeutet für mich zu wissen, wie es ist, sich anfühlt, keinen gesicherten Aufenthaltsstatus zu haben und alle rechtlichen Mittel zu nutzen, damit meine Familie doch bleiben kann. Politische Erfahrung bedeutet für mich zu wissen, wie es sich anfühlt, im Asylheim zu wohnen und trotz der Barrieren unserer städtischen Gemeinschaft zu werden. Politische Erfahrung bedeutet für mich zu wissen, wie es ist, als POC in Plauen aufzuwachsen und im Alltag antirassistische Arbeit zu leisten. Ich selbst bin 2003 als Geflüchteter nach Deutschland gekommen, habe 3 Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz verbracht und danach mehrere Jahre im Asylheim gelebt. Ich habe es persönlich erlebt. Seit meiner Schulzeit bin ich ehrenamtlich für Geflüchtete aktiv. Sei es als Dolmetscher beim Sächsischen Flüchtlingsrat, in Behörden, bei Arztbesuchen oder auch als Nachhilfelehrer. Liebe Freundinnen und Freunde, im 20. Deutschen Bundestag möchte ich mich für sichere und faire Asylverfahren, für legale Fluchtrouten und für eine gesamteuropäische Lösung einsetzen. Zudem werde ich mich für ein besseres Bleiberecht und das Recht auf Familiennachzug kämpfen. Familien gehören zusammen, meine Freundinnen und Freunde. Meine ersten Anlaufstationen sind Sportvereine. Mir persönlich hat der Fußball extrem geholfen, mich in Sachsen zu Hause zu fühlen. Ich will dafür kämpfen, dass noch viel mehr Menschen in Sachsen ihr Zuhause finden. Dass Integration dadurch gelingt, dass es nicht ein Wir und ein Die gibt, sondern nur eine Gemeinschaft auf dem Platz und im Leben. Ebenfalls werde ich im Bundestag eine ganz klare Grenze ziehen und die richtet sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Während meiner Kindheit im vogtlichen Plauen habe ich erfahren, dass dagegen nur Aufklärungsarbeit hilft. Meine Freundinnen und Freunde, Politik ist leider in Deutschland meist großstädtisch geprägt. Denn in ländlichen Regionen wird zwar in Sonntagsreden, aber nicht in der praktischen Politik entsprochen. Ländliche Regionen sind nicht nur Ackerbau- oder Tourismusgebiete. In ihnen leben Menschen mit Bedürfnissen und Wünschen. Sie haben den gleichen Anspruch auf Lebensqualität und Infrastruktur wie Menschen in Berlin, München oder in Dresden. Deshalb setze ich für eine Verzeihung. Unsere Kanzlerkandidatin sagte am vergangenen Montag: Zukunft ist nichts,
was einfach so passiert. Ich will mich dem anschließen. Ich stehe für Erneuerung, eine mutige Politik und für eine sozial gerechte grüne Zukunft. Ich will eines der vielen Gesichter sein, das diese Zukunft gemeinsam mit euch in Sachsen und Europa bestreiten und gestalten wird. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte als erste Person mit Fluchterfahrung aus Sachsen für euch in den Bundestag einziehen. Mit mir bekommt ihr erstens einen leidenschaftlichen Kämpfer für eine starke Zivilgesellschaft. Zweitens ein junges, motivierendes Gesicht, das sich für ein buntes und diverses Sachsen einsetzt. Und drittens einen grünen Bauingenieur, der sich für eine nachhaltige und klimafreundliche Bauen und Wohnen einsetzt. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Kassem Taher Saleh, ich bin 27 Jahre alt. Ich weiß, was es heißt, für etwas entschlossen einzutreten. Bei dieser Bundestagswahl möchte ich ein Beispiel dafür sein, dass Zuversicht und Menschlichkeit stärker sind als Hass und Hetze. Dafür bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimme. Vielen Dank.